gut. Was ist aber mit den Touristen? Was ist mit unserem Jürgen-Türk passiert? Bis in die 30er Jahre waren die ziemlich im Hintergrund. Bis in die 30er Jahre. Rein historisch auch belegt, erleben die eine sogenannte Renaissance, die, der Touralismus. Erlebt eine Renaissance Anfang der 30er, der Hintergrund ist einfach die Unterstützung durch Nazi-Deutschland. Das verhalten mich noch viele Leute. Das heißt, die kommen einmal an die Macht. Und was passiert dann? Dann kommt 23 die Grundgedanken der Türkei, Nationalismus, Verleugnung der Existenz anderer Minderheiten und Völker. Aber was ist mit dem Turanisten? Die erleben eine Renaissance, und zwar, weil die auch eine offene und direkte Unterstützung durch Nazi-Deutschland erhalten. Hitler versuchte in der Zeit sehr oft die Türkei an Deutschland oder an sich, an den Gedanken, Hitler-Gedanken und an Deutschland zu binden. Und dafür brauchte Hitler oder Nazi-Deutschland den Touralismus. Also wir reden über Anfang der 30er. Aber das wäre nicht ohne einen Hintergedanken Nazi-Deutschlands. Wieso versuchte man, die Türkei an sich zu binden? Der Hintergrund war, dass Hitler-Deutschland den Pan-Türkismus brauchte, um die Türkei aktiv in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Also Bündnispartner? Jein. Jein. Die Touranisten waren für Nazi-Deutschland ein Mittel, nochmal, rein historisch, nur ein Mittel, um die Türkei mit in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Aber da passiert was. Als dann, und nochmal, diese Zeit ist eine Renaissance des Touranismus. Dann kommen wir in die während des Zweiten Weltkrieges und ab 1943, 1944 wurde ja absehbar, dass Hitler-Deutschland den Weltkrieg verliert. Und ab da kam es zu einer Wendung der Sichtweise des türkischen Staates Nazi-Deutschland. Jetzt haben wir ein, also auf dieses Nazi-Deutschland können wir nicht bauen. Weil es ist absehbar. Richtig. Drei Tage vor dem Abschluss die Kriegserklärung erklärt oder so ähnliches. Ja, genau. Und Atatürk wusste. Okay. Ja, das war danach. Und der türkische Staat, das türkische System, wusste ja von dem Kontakt und von den Beziehungen Nazi-Deutschland zu den Pan-Türkisten, was man auch in der Historie, in der Geschichte eines jeden Landes immer sieht, da kamen da solche sogenannten Schauprozesse, die sogenannten Turanismusprozesse. Das heißt, das türkische System weiß von der Beziehung, tut nichts und als absehbar war, dass Nazi-Deutschland den Krieg verliert, mussten über sogenannte Schauprozesse die Touranisten ihre Köpfe dafür haben, hinhaben. Jetzt kommt was Interessantes. Der Name Alparslan Türkeş ist für Türkeikundige vielleicht ein Begriff. Alparslan Türkeş war der erste
quasi, wenn wir über MHP später reden, Lights Wolf. Zum ersten Mal fällt in der Geschichte der Name Al-Mastab Schuch auf. Und zwar bei diesem Schauprozess. Wir reden über diese Pluralismusprozesse Ende des Zweiten Weltkrieges. Al-Mastab Schuch ist der spätere Gründer der MHP 1969. Zum ersten Mal fällt in der Geschichtssituation der Name Al-Mastab Schuch. Das Al-Mastab Türkisch wurde nicht geboren mit der MAP. Oder MAP wurde nicht mit dem Al-Mastab Türkisch geboren. Viele sagen auch, dass die Zeit bis 1944 als reife Zeit der Ideologie des türkischen Faschismus zu bezeichnen ist. Als reife Zeit. Es gibt auch einige Historiker, die sagen, oder Experten, die sagen, dass die turanistische Ideologie mit neonazistischem Gedankengut zusammenreifte. Und daraus entwickelte sich dann die ideologische Basis für den späteren türkischen Faschismus, was wir heute 2012 haben. Was ich eingangs über die Friedensthemen gesagt habe. Also die ideologische Basis ist auf diese Geschichte zurückzuführen. Der Name Al-Mastab Türkisch wird in einem Zuge gesprochen und genannt mit der MHP, der Leitwort. Er wurde angeklagt und verurteilt in diesem Turanismusprozess. Bis in die 60er Jahre wurde sein Name nicht mehr erwähnt. Also Turanismusprozess ist zum ersten Mal der Name. Und dann irgendwann in den Anfang der 60er Jahre. Also der war auch in dieser Bewegungsstruktur auch keine nennenswerte Person. Auch aus Sicht der Geschichtler, Historiker, der MAPler. Al-Mastab Türkisch. Ich habe einen kurzen Werdegang oder Lebenslauf von Türkisch mir angeguckt, weil der ist ja Bücher über ihn. Aber nur die wichtigsten Sachen habe ich mal raus exerziert. Also nochmal, bis in die 60er offiziell der Name wird nicht erwähnt. Anfang der 50er, das ist eine verdeckte Information, ist mir später reingekommen, ist auch betont, dass Al-Mastab Türkisch Anfang der 50er ein junger Offizier war, Anfang der 50er ein Offizier war, und er durch die türkischen Streitkräfte in die USA geschickt wurde. Wo er eigentlich also 2,5 Jahre in den USA blieb und eine sehr, sehr intensive Ausbildung genoss in der Technik der Guerillabekämpfung. Und also wir schreiben jetzt Anfang der 50er, die Partei MAP wird 69 gegründet. 1956 wurde er erneut in die USA geschickt, 6 Jahre später. Aber jetzt nicht als Azubi, sondern als Delegierter der NATO-Sektion Türkei. Eine strategische Vorplanung. Ja, richtig. Türkei ist ja auch NATO-Mitglied. Als Delegierter, als Delegationsteilnehmer, offiziell der Türkei, NATO-Türkei, wird er geschickt in die USA.
27. Mai 1960 ist ja auch eine Geschichtswende, historische Wende in der Türkei. Warum? Mit der Putsch von 60. 60, 70, 80 gab es ja. Mhm. 10 Jahre. 10 Jahre Rhythmus. Ein Putsch. Bis dahin, bis zu diesem Militärputsch, was war er da, der Leitwolf? Er leitete im Generalstabschef das Quartier in Ankara, die NATO-Abteilung. Offizier. Und zwar war er da in der NATO-Abteilung im Generalstabschefquartier der Türkei, und zwar als Spezialist in der speziellen Kriegsführung und Kontergeldexperte. Die MAP ist noch nicht gegründet. Gut, was passiert aber bis 1969, bis Geburt der MAP offiziell, Gründung der MAP. Und zwar bis 1969 findet folgendes statt: diese faschistische Bewegung unter Führung von Alparslan Türkeş konzentriert sich bis 1969 darauf, ESE sei Experte, die Jugend für die pan-turanistische Ideologie zu gewinnen. Es wurden Kommandolager gegründet. Wenn ich Kommandolager sage, militärische Kommandolager gegründet. Was wurde in diesen Kommandolagern gemacht? Jugendliche genossen eine militärische Ausbildung. Ja, professionelle militärische Ausbildung. Mit der dazugehörigen Gehirnwäsche. Sonst läuft das ja nicht. Das heißt, diese Zeit ist sehr wichtig. Nachdem die Kommandos aufgebaut worden sind, wurde 1969 die MAP gegründet. Das heißt, Grundfundament und Grundsteinlegung ist die Existenz dieser Kommandos. Es wird gesagt, dass in der Zeit in den Kommandolagern mehr als 100.000 Kommandoangehörige professionell ausgebildet worden sind. 100.000. Nochmal, Kommandolager, Ausbildung von Jugendlichen, Gründung 69 MAP. Jetzt kommen wir zu den Raumwölfen. Diese Kommandos erhielten den Namen Bozkurtlar. Jetzt ist die Geburt der Grand Wölfe. Also die Kommandos haben den Namen Bozkurt oder Bozkurtçular, Grand Wölfe, bekommen. Was heißt überhaupt Bozkurt? Es gibt eine Sage oder eine Sage, nach der die türkischen Stämme von China nach Kleinasien geführt sind von einem grauen weiblichen Wolf oder von einer Wölfe. Asena. Ja. Es gibt noch eine andere Sage, aber das ist die geläufigste. Es gibt zwei. Es gibt zwei. Das heißt, die Bozkurtçular, das heißt, wenn wir darüber reden, Graue Wölfe hier, das ist jetzt vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, der sind die Grauen Wölfe, der mit allen ihren Zeichen. Und es gibt noch vom Verfassungsschutz, türkischer Nationalismus, Graue Wölfe und die türkische Idealistenbewegung. Die Geburt von denen, das sind halt ausgebildete Kommandoangehörige. Das heißt üblich, Bozkurt, der Graue Wölfe. Das heißt, nur dieser kurze historische Abriss würde hier eigentlich genügen, um eine Meinung zu bilden zu können, was und wer die Grauen Wölfe sind. Also paramilitärisch Streitkräfte überspitzt. Richtig. Nee, genau. Ups.
Die türkischen Faschisten begannen schon Anfang Mitte der 68er gegen die erstarkende türkische Linke und allgemein Linke vorzugehen. Also vorzugehen, Gewaltaktion. Zum ersten Mal an der Tagesordnung gegen die erstarkende Linke. Von 68, 69 bis 80 ist die Rede von, dass nur durch die Grauen Wölfe, also wir reden nicht über was anderes, sondern nur, dass von bis 80, also 68, 69 bis 80 nachgewiesen mehr als 5000 Morde durch Graue Wölfe begangen wurden. Also nicht durch irgendein Massaker, nein, gezielte Tötungen. 5000. Und dann wurde 80 mit dem Militärputsch von 80 MAP verboten, aber was die MAP auch nicht verhinderte, weiter zu agieren. Die Partei wurde dann umbenannt in die Milliyetçi Çalışmapartisi, kurz MCP, der Partei der Nationalistischen Arbeit. Dann wurde Alparslan Türkeş vor ein Gericht gezerrt, aber 92 durfte, gab es einen Volksentscheid. Ne, das ist ja auch interessant. Es gab einen 92 einen Volksentscheid, dass die Partei wieder ihren Abnamen führen durfte. Vielleicht noch ganz kurz zu der Ideologie der Grauen Wölfe. Es gibt viele, die sagen, es gibt drei Grundpfeiler der Grauen Wölfe oder der MAP, aber Nationalismus, Islam und antidemokratische Grundhaltung. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zu allen Punkten was sagen sollte. Das würde auch den Rahmen sprengen. Aber ich wollte eigentlich hier und jetzt euch nur diesen historischen Abriss machen und zu einem anderen Anlass vielleicht, was in der modernen Zeit detaillierte Informationen auch die Verzwickung zu Parteien hier, wie CDU, wie ich mein Philipp, detailliert zu sprechen. Also ich würde vorschlagen, also ich könnte jetzt weitermachen und bis heute hinkommen, nein, von der Historie her, aber das sollte als Grundlage für eine spätere Diskussion, denke ich, müsste ausreichend sein, wenn ihr... Ich denke, das war auch sehr wichtig zu erfahren, also die Basis als solches, um überhaupt zu verstehen, das ist zu begreifen, was es jetzt mit den Grauen Wölfen eigentlich auf sich hat, warum die eigentlich so sind, wie sie nun mal ganz einfach heute sind und dass es sich nicht unbedingt um Pfadfinder handelt, weil es gibt nämlich auch einen Pfadfinderverein, der heißt Graue Wölfe. Ja. Wölflinge? In Deutschland, ja. Wölflinge? Ja, richtig. Also die Kindergruppierung von denen, die kleinere Abteilung, Wölflinge. Ja. Die Pfadfinder. Nee, Wölflinge heißt es. Fußballverein, Dartverein, Graue Wölfe, wie auch immer. Ja. Eine Bitte. In letzter Zeit kriegt man in der Presse, auch in der deutschen Presse, dass die Grauen Wölfe in deutschen Parteien, die im Bundestag drin sind, auch etabliert sind, die Grauen Wölfe, dass die auch Platz nehmen. So, könntest du dazu was sagen können? Das geht dazu zu sagen. Zur Zeit von CSU-Vorsitzende Strauß. Genau. Nee, nur ein paar Anhaltspunkte. Wir brauchen nicht von heute zu sprechen, das ist ja. Es gab ja mehrere Treffen zwischen dem Leitwolf Alparslan Türkeş und Strauß. Lebt der noch? Nein. Der Alparslan? Nee. Der muss ja schon leben. Und der? 100. 97 verstarb ich. Als Geschwister- oder Bruderpartei wurde
MAP mit der CSU. Wir reden über ein Problem. Da war auch ein Buch von Günter Wallraff ganz unten auch gebildet mit dem Strauß und der Unterschrift für den Türkisch, was signiert hat. Ja, aber interessant ist, dass die Unterwanderung, was ist Unterwanderung? Unterwanderung heißt ja eigentlich, dass ohne Wissen der Parteiführung richtig etwas unterwandert wird. Was aber in den letzten Jahren sehr auffällig ist, dass die CDU, das Wort Unterwanderung in diesem Sinne, dieses Wort ist auch nicht richtig. Dass eine, aber benutzen wir das Wort, eine Unterwanderung findet statt, und zwar systematisch, und zwar die CDU. Was anderes habe ich da so noch eine Frage. Es gibt eigentlich auch also solche Beispiele, soweit ich weiß, auch bei der SPD. Richtig. Zum Beispiel die Benennung Südkyrkaya vorgesetzt ist. Also als Staatssekretärin. Und jetzt ist sie sogar im Vorstand, also SPD-Vorstand. Ihr wurde gesagt, dass sie also Verbindungen zu den Programmen würden. Und Geld hinterziehen, ne? Nicht nur das, dass so der SPD-Bürgermeister nachweislich in einigen Gemeinden auch zur Eröffnung von diesen Vereinslokalitäten der Idealisten, dieser Jugendschaftsgabe, bei den Einwohnern waren. Also ich weiß nicht, die Liste ist sehr ellenlang. Ich kann mir vorstellen, dass du teilweise so eine Entwicklung Unwissenheit eine Rolle spielt.